Hallo und willkommen zurück zu Jack the Lions Online Reloaded nach einem Neustart meines Aufnahme-PCs, sage ich mal. Sodass ich jetzt auch wieder auf dem anderen PC darauf zugreifen kann und sehen kann, wie lange ich denn schon am Aufnehmen bin. Wir machen jetzt hier weiter mit der zweiten Mission. Einer unserer reichsten Gäste ist mit seiner eigenen Jolle geflüchtet. Ihr müsst ihn aufhalten, bevor er noch umgebracht wird. Tötet alle Piraten, natürlich. 6-mal kritische Treffer, weniger als 15 Runden, nur 90 oder weniger Schüsse, na gut. Schwupp, 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 auf geht's. Eine goldene Gans. Schwupp mir auch noch auf. Hostiles! Aha. Das sind kritische Treffer. Ja. Nein. Schwere Infanterie. Also dadurch, dass er so viel Rüstung hat, wird er den damit sowieso nicht töten können. That's wrapped up. Ich weiß nicht, ob der von da aus überhaupt... Na, doch, kann er. Ja. Ja. Okay. Das war jetzt nicht so gut von ihm. Na gut, hätte ich jetzt auch einfach. Ah, Alter. Okay. Nachdem der da schon umgeschossen wurde und keine zusätzlichen Leute geholt hat, kann ich auch hier weiterlaufen. Wo können wir denn überhaupt noch hin? Wir können nach unten laufen. Und nach da gibt's auch noch was. I guess. I knew they'd show up sooner or later. Dann laufen wir mal wieder zurück. Aha. Right, that's done. What do you got next? So. Bad guys. Das ist aber nicht so gesund. Na gut, dann müssen wir den damit jetzt umpusten.
Oh, gotta love it. Weg. Muss doch mal ein bisschen vorwärts gehen hier. Da haben wir auch noch einen. Den zuerst. Es kann sein, dass er den noch gar nicht gesehen hat. So, werde ich mich mal da ein wenig ranschleichen. Yes. Na, hat mich gesehen. Just a small thing, yeah, but the blood. That's right. She no stop. Okay, der ist so ziemlich im Eimer. Präzisionsschütze. Made the trek, but I ain't gonna just piss me time away standing here. Sauber. Da haben wir schon das Ziel erfüllt. Okay. Das ist natürlich hier etwas ungünstig offen. Aha. Da ist also anscheinend, na, da könnte einer sein, aber soll ich? Dum-dum, oh Gott. Der muss auf jeden Fall weg, sonst wird er umgeschossen. Eventuell kann er von da aus noch was tun, vor allem wenn die da ranlaufen sollten. Ups, das war die falsche Taste. Das ist natürlich auch nicht optimal. Solange die den anschießen, ist alles gut. Mm.
Ja, da werden die anderen wahrscheinlich auch nicht super viel haben. Oh doch. Er kann halt nur einen Schuss abgeben. Nicht so schön. Nehmen wir lieber den Präzisionsschützen raus. Mit ein bisschen Glück kriege ich den Tod. Er hat halt noch alles an. Ah, sauber. Könnte natürlich sein, dass der jetzt umgeschossen wird. Ne, sehr gut. Sehr, sehr gut. Bewaffneter und Soldat. Da haben wir eine 72 Chance. Oh yeah! What? Mhm. Wie lange haben wir noch? Noch eine ganze Weile. Hier einen Bombenschutz da. Hey mate, the trick's over. Oder wir ziehen nach unten und dann durch nach oben. Ich glaube, das ist besser. Aha. Er wird vermutlich von da aus nicht schießen können. Das heißt aber auch, dass er nicht gesehen wird. Und knien. Ja. Er hat mich nicht gesehen. Schön. Das heißt, den kann ich jetzt umrußen. Der kann so nicht. Aber ich glaube, wenn der Einfeld weiter geht, dann geht das schon. Ne. Yeah, alright. Jetzt. Sauber. Na, machen wir einen sicheren Kill draus. Die Hälfte der Schüsse haben wir auch erst verwendet. Von der Rundenanzahl wird es jetzt schon so ein bisschen eng.
genau, nicht auf den anderen. Sehr gut. Die beiden müssten wir eigentlich tot bekommen. Wieso sieht denn der denn nicht? Noch nachladen. Jetzt hat er nur noch einen Schuss. Ist natürlich nicht so schön. Den kann er immer noch nicht treffen. Den schon. Nein! Yes. Boosten wir den weg. Wenn geht. Jawohl. Den wird er nicht treffen oder nicht töten können. Dann lauf mal mit dem auf Seite, damit er auch nicht stirbt. Hey, that's right. Den Scharfschützen hat aber jetzt schon oft geschossen. Ja, sauber und auch sehr einfach. Leider haben ihn die Bewohner hier bereits erwischt, aber sie können nicht weit sein. Mhm. Eingesammelt habe ich zwar nichts, aber ich, da ist eben einer gestiegen. Werkstattbau abgeschlossen, was? Deine Werkstatt steht nun in einem Hauptquartier bereit. Nutze die Werkstatt, um bessere Ausrüstung aus deinem alten Zeug herzustellen. Verbessere deine Werkstatt, um die Erfolgswahrscheinlichkeit für das Herstellen von Ausrüstung zu erhöhen. Aha. Wildman, Alaska. Hm. Crafting-Komponenten. Verschiedene Schrauben, Bolzen und Teile für den Waffenbastler. Wenn es hart auf hart kommt, greifen die Harten zum Klebeband. Repariert alles. Eine doppelt konvexe optische Linse, perfekt für die Verbesserung eines Suchers oder als die Do-It-Yourself-Fernglas. Toll zum Verbrennen von Ameisen. Plastik, eine Form, ein formbares, synthetisch-organisches Polymer mit hoher Molekularmasse, auch als Plastik bekannt. Das Zeug ist überall. Rohre. Im Moment habe ich noch keine Ahnung, wie das überhaupt funktionieren soll. Na. Danke nochmal, dass du mich vor den Rothemd-Bastarden gerettet hast. Du wirst aber bald besseres Equipment brauchen, wenn du in diesem Job überleben willst. Aber dafür hast du ja jetzt mich, stimmt's? Ich werde dir schon zeigen, wie du dein Zeug in Ordnung hältst. Step 1, Crafting-Kategorien. Crafting ist in Kategorien und Subkategorien eingeteilt. Step 2, Blaupausen. Jede Blaupause enthält rechts das benötigte Basis-Item und Komponenten sowie links den resultierenden Gegenstand. Dazu ein Werkzeug und ein Auto dazu. Brauchen wir. Achso, da könnten wir jetzt mit 15.000 dieses Maschinenöl auch noch kaufen. Das will ich aber nicht. Crafting. Wir haben jetzt hier Pistolen. Ah, und dann könnten wir. Das ist ja cool. Schlechtes RDS. Crafting Set fehlt. Wir haben die Beretta. Wo haben wir denn die Beretta? Gucken wir erstmal. Ah, ne, das ist eine Glock. Hm.
Verstehe ich jetzt nicht. Da steht überall, dass wir das Basis-Item schon hätten. Schlechter Verschluss. Zwei Beinen. Minus 1 AP Bereitschaftskosten. Ich verstehe aber nicht, wieso wir das Basis-Item als überall angegeben bekommen. Scharfschützengewehr. Vierundvierzig bis 69. Was hat der denn? Oh, die sind beide deutlich schlechter. Also damit wären die schon gut aufgehoben. Was ich jetzt bräuchte, wäre ein Crafting Set und dieser schlechte Verschluss. Versicherungskosten 9000? Klebeband, Crafting Set. Natascha, da haben wir ein paar neue. Danny. Die kenne ich nicht, die ist neu. Steroid, Fox, Scope, Magic, Radar. Hello. Ah. Oh, die haben sogar positive Sachen. Yeehaw, plus Pistolen. Kirk Stevenson here. Otherwise. Yes, Dr. Quinton here. Gewehre sind einfach nicht dein Ding. Yeah. Pistolen sind einfach nicht dein Ding. Schnell, schneller als die meisten, nicht so schnell wie eine Kugel. Aha. Hello, you have the attention of Scope Sterling. Manche nennen es Paranoia, du nennst es Wachsamkeit. Wahrnehmung. Schwere Jugend, locker bleiben, Reflexe. Aha. Magic. Kettenraucher. The Fox is listening. This is Steroid Gontarski speaking. Aha. I tell prospective clients that I believe in the three E's of killing. It should be efficient, expedient, and elegant. Zappelig, kann nicht stillhalten. Ah. Ja, wenn wir mehr Leute bräuchten, dann könnte man einen da mitnehmen, aber das lohnt sich, glaube ich, bisher noch nicht. Da können wir auch besser noch warten, bis wir dann noch höhere haben, die dann vielleicht zwei positive haben. Der Shop. Wo hatten wir das anfangs mit diesem Crafting? Da. Crafting Set kostet 1400. Was würde denn überhaupt eine... Wenn wir einfach ein Gewehr kaufen würden... 39 bis 58.
als Gewehr. Und das hier ist deutlich besser. Was wir brauchen, ist ein Crafting-Set und dieses Dings da. Also es wären zwei Crafting-Sets. Zwei Crafting-Sets, zwei Klebeband, drei Bolzen. Und dann haben wir natürlich auch noch eine recht hohe Chance, dass das Gesamte verloren geht. Können wir auch noch die Versicherung abschließen für 9000? Das macht überhaupt keinen Sinn. Nee, ich lasse das mal mit dem Craften. Da habe ich keinen Bedarf zu gamblen. Aber vielleicht ist es tatsächlich mal Zeit, die Waffen auszutauschen. Zumindest von den Gewehren. Denn die waren ja schon arg schlecht, die ich hier hatte. 26 bis 39. 39 bis 58 ist der doppelte Schaden für 6000. Ich glaube, das kann man nehmen. Und wahrscheinlich werde ich die dann auch erstmal wieder eine Weile tragen. Andererseits konnte man natürlich dann auch direkt eine Stufe hochgehen. Und das hier holen. Sieben, neun, eins, 40, 45, 5, 5, 5, 5, 3. Ist auch eine Kugel mehr drin. Deutlich höhere Präzision. Oh, ich denke, da kaufe ich mir mal eine von. Oder zwei. Gucken wir die andere auch direkt. Könnte man jetzt die theoretisch auch da rein basteln? Ach nee, ist ja kein... Geht nur mit dem anderen Gewehr. Na. Tauschen wir hier grundsätzlich mal die Waffen aus. Ich meine, irgend so viel muss man das Geld ja ausgeben. Ich denke, das macht da gerade noch am meisten Sinn. Kommando. ...23 bis 90. Ja gut, wenn der damit trifft, dann da wächst kein Gras mehr. Ja, machen wir mal einen schönen Einkauf hier. Zack. Weg damit. Die schießt 338. Da brauchen wir natürlich jetzt auch wieder ein bisschen was anderes. Haben wir. Dann der hier, der hat auch jetzt noch so ein Ranzgewehr. Zack. 9 mm. Gut, dann der noch. Kaching. Bam.
Der schießt 762. Ja, ja, und auf die Rüstung verzichte ich, da kann ich, nehme ich das, was ich finde. Ich will ja sowieso versuchen, es möglich zu vermeiden, überhaupt getroffen zu werden. Von daher, das geht schon. Und dann werden wir mal das nächste schauen. Einbruch. Ein Warlord aus diesem Gebiet hat ihn sich geschnappt und fordert Lösegeld. Er lebt in einem Herrenhaus in der Nähe. Vermutlich wird die Geisel dort festgehalten. Erreicht das Herrenhaus. Maritimes Missgeschick. Okay. Habe ich jetzt ordentlich Geld ausgegeben. 5-mal Crit-Treffer, 20 Kopfschüsse. Was? 20 Kopfschüsse? Und 30 oder weniger Runden. Okay, das wird dann etwas länger. Dann mache ich auch hier nochmal einen Schnitt. Und dann machen wir das Ganze im nächsten Teil. Bis denn!